pünktlich anfängt, bin ich mal hier, ja. Weil der Corvus Laborat, der muss noch Wäsche aufhängen. Der kommt dann gleich. Was? Ja, klar. Ja, ich zeig euch, was er macht. Moment. Ja, wir waschen unser Klopapier jetzt wieder aus. Der hat sie doch nicht alle, oder? Und jetzt viel Spaß beim Wort am Mittwoch Nummer 35. Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat heute mit dem Wort am Mittwoch Nummer 35. Im Video vom Sonntag habe ich euch da ein Projekt gezeigt, doch davon später. Erstmal, was tue ich im Moment? Ich bastel da ein wenig an meiner neuen Dosenuhr herum. Was da alles passiert ist, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber ihr werdet es sehen. Ich habe da zwei Teile schon fertig. Eins, bei dem es um das Gehäuse geht, für die Dosenuhr. Ich habe es ein wenig anders gemacht wie beim letzten Mal. Und dann das zweite Video, was in dem Projekt bis zu dem Zeitpunkt alles schief gegangen ist. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Nur so viel mal vorweg. Also hier ist das Gehäuse und ich zeige euch nicht alles. Das Ding hat Risse bekommen. Ganz einfach dadurch, das Holz lag draußen in der Scheune. Da hinten. Und ich habe es bearbeitet und naja, hier drin ist doch ein wenig wärmer wie draußen und dann hat das Holz plötzlich angefangen zu arbeiten. Inklusive eines Brettes, dann bin ich dann anschließend auf die Idee gekommen, es anders zu probieren, damit mir das erspart bleibt. Und zwar habe ich dann die Bretter so getrocknet. Da gab es doch tatsächlich Leute, die dann auf Instagram geschrieben haben, man soll es ja nicht fassen, dass das Holz dadurch Schaden nimmt. Ich meine, gut, das Einzige, was dabei Schaden genommen hat, waren vielleicht die Bewohner in dem Holz, aber das Holz selber ist jetzt wunderschön trocken, wirklich trocken, weist auch logischerweise einiges an Rissen auf, vor allen Dingen unten. Aber diesmal ist es eben vor der Bearbeitung und nicht nachher. Jetzt kann ich um die Risse herumschneiden, weil jetzt weiß ich, wo sie sind. Also das wird Bestandteil, also die Hölzer werden Bestandteil der neuen Dosenuhr bzw. des Drumrums. Ich habe da eine ganz tolle Idee, wie ihr vielleicht eben schon gesehen habt, aber zweimal zeige ich es euch nicht. Sonst guckt ihr Schlingel mir zu genau hin. In Zeiten wie diesen ist natürlich die Materialbeschaffung ein wenig problematischer aus zwei Gründen. Erstens, ich möchte nicht nach draußen, nicht wenn es unbedingt nötig ist. Und B, mein Auto ist schon wieder in der Werkstatt. Beim letzten Versuch, es dahin zu fahren, war gar keiner da. Und jetzt will ich hoffen, dass trotz Corona dieses Auto irgendwie mal repariert wird. Aber wie gesagt, im Moment bin ich nicht darauf angewiesen, weil ich meinen Aktionsradius auf das Minimale beschränke. So kam es dann auch, dass ich hier in den Altbeständen des Holz ein wenig rumsuche und versuche euch mit Projekten zu versorgen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß. Und ihr werdet sehen, man kann auch
aus viel Müll etwas machen. Außerdem habe ich auch viele angefangene Projekte, die ich fertig machen möchte. Und schauen wir mal, was die zusätzliche Freizeit mir so alles bringt und logischerweise dann auch euch. Und bevor dann jemand auf die Idee kommt, ich hätte diese Vorrichtung für mein letztes Projekt auch anders gestalten können, indem man das irgendwie verstellen kann. Es musste schnell gehen und es musste echt effektiv sein. Und jetzt hat das Teil seinen Zweck erfüllt und kommt weg. Die Idee allerdings werde ich mir im Hinterkopf behalten für ein späteres Projekt. Ihr seht hier oben schon mal die Ausläufer von dem, was ich euch im Sonntagvideo gezeigt habe. Und da machen wir jetzt weiter. Und wie ihr sehen könnt, habe ich die Uhr da oben dann neu fixiert. Sonst stand sie zu weit nach hinten. Und obendrein, jetzt geht sie auch wieder richtig. Die war den ganzen Winter nicht auf Winterzeit eingestellt, sondern auf Sommerzeit. Und naja, seit Sonntag früh geht das Ding wieder richtig. Ist halt keine Funkuhr. Und jetzt setze ich mal den kompletten Counter auf 0. Und habe immer noch 3 Hölzchen über. Wer weiß, wofür man sie braucht. Und nun schaue ich mal auf den aktuellen Stand meiner derzeitigen Abonnenten. Und ich möchte hoffen, dass ihr eventuell alle die Neuen kräftig abonniert, dass sich diese Zahl nach oben hin weiter verändert. Ich weiß natürlich selbstverständlich, dass die jetzt aktuelle Abonnentenzahl nicht identisch ist mit dem, was ich jetzt hier sehe, weil das Video ist etwas früher entstanden wie das Wort am Mittwoch, logischerweise. Aber hier werden mir gerade 440 Abonnenten angezeigt. Ich kann, wie ihr sehen könnt, 99.999 Abonnenten auf dieser Wand anzeigen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich das während meiner Lebensphase erreiche, aber man weiß ja nie. Und alle Neuen sind herzlich willkommen, durch einen einfachen Klick auf das Abo-Button diese Zahl zu verändern. Ferner habt ihr jederzeit, wenn ihr mich hier in meiner Werkstatt besucht, sofort die Möglichkeit, sofern es die Kameraeinstellung zulässt, einen Blick auf die aktuellen Abonnentenzahlen zu werfen. Und es soll auch mich dazu inspirieren, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Ich weiß, der Weg nach oben ist schwer, aber nicht unmöglich. Und mein Ziel dürfte identisch sein mit den Zielen der meisten YouTuber. Nur ich für meinen Teil bin nicht bereit, meine Seele dafür zu verkaufen und wirklich alles Erdenkliche zu tun, um Abonnenten zu bekommen und Einschaltquoten. Ich gehe meinen Weg und dem werde ich treu bleiben. Meine Stickerwand bleibt dieses Mal völlig unberührt. Wenn ihr Interesse an einem Stickertausch habt, die Adresse. Einfach eine E-Mail schreiben und ihr bekommt einen Sticker von mir. Und da ihr ja grundsätzlich alles seht, was ich in meiner Werkstatt tue, dieser Heizstrahler hier steht während des Betriebes nicht da. Ich benutze das Teil, um die Werkstatt ein wenig vorzuheizen, bevor ich den Gasofen dort in Betrieb nehme, damit es hier schneller warm wird, zumindest mal die Luft wärmer wird. Für den normalen Tagesbetrieb reicht dann dieser Gasofen. Und wenn ich die Werkstatt verlasse, wird
alles ausgemacht. Bis auf den Frostwächter, der verursacht hat, dass mein Brett krumm wurde. Aber das Video seht ihr dann noch. Dann habe ich auch vor einiger Zeit mit diesem komischen Teil da weitergemacht. Der erste Teil von dem Video ist schon in der Bearbeitung gewesen. Allerdings hat sich das dann auch wieder verzögert, weil das weitere Rohmaterial sich im Laufe der Zeit in der Scheune verzogen hatte. Das war dann nicht hier drin, sondern draußen. Ist auch schon einige Jahre alt. Ich hatte da mal angefangen, da wohnte ich noch nicht mal hier. Also vor ungefähr 11 Jahren. Und im Laufe des Transportes, der Lagerung und so, hatte sich da was verzogen. Das Zeug liegt im Moment da hinten in der Ecke unter einer schweren Eisenbahnschiene, einem Stück davon, nur damit sich das Ding wieder richtet. Wir können ja gerade mal gucken. Vielleicht ist es schon ein wenig grau. Ich will euch jetzt noch nicht allzu viel zeigen, aber es sieht schon wieder so aus, wie es ursprünglich gedacht war. Aber wie gesagt, das Video kommt dann noch. Und wenn ich dann meine tolle Dosenuhr fertig habe oder da nicht mehr weiter kann, denke ich mal, dass ich auch mit der zusätzlichen Zeit, die ich gerade gewonnen habe, mit dem Dings da was anfangen kann. Weil der Rabe von Danzig möchte ja nun auch mal irgendwann etwas dazu erzählen. Im Video mit dem Abonnentencounter habe ich mal einige andere Kameraeinstellungen probiert oder Kamerablickwinkel. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was euch da besonders gefallen hat und welche Kameraeinstellungen euch besonders gefallen haben. Also, gerne in die Kommentare. Des Weiteren habe ich hier noch ein Stück Restholz, wie immer. Da möchte ich etwas Kleineres draus machen, davon wird es einen Basteltag geben. Genau wie von diesem ominösen Teil, das ist nichts anderes als ein Fußschalter für gewisse elektrische Geräte. Ich reflektiere hierbei erstmal auf meine Unterflurstichsäge, die ich gebaut habe. Das Video könnt ihr gerne in den Videos suchen. Unterflurstichsäge. Also da kommt das Ding rein. Mal sehen, für was man das auch anderweitig verwenden kann, wenn man gerade mal seine Hände an der Maschine haben muss und per Fußschalter die Maschine starten möchte. Ich weiß, dass manche Sicherheitsvorkehrungen dabei nicht außer Acht gelassen dürfen. Manchmal ist es sinnvoll und manchmal nicht. Dafür tue ich mir ein wenig schwer damit. Außer an der Stichsäge dieses Teil dann später in Betrieb zu nehmen. An der Stichsäge selber macht es Sinn, an manchen Geräten aus sicherheitsrelevanten Gründen eben nicht. Also das ist halt kein universell einsetzbares Teil. Obendrein hat das Gerät im Moment noch den Nachteil, dass er ein- und ausschaltet. Ich möchte das aber so haben, eigentlich, dass es nur bei Fußkontakt schaltet und dann nicht anbleibt. Ob sowas realisierbar ist mit diesem Teil, wird sich dann eben in dem Basteltag herausstellen. Also eine Schraube hat das Ding unten. Es besteht die Möglichkeit, dass man das öffnen kann. Schauen wir mal. Osterdekorationen wird es in diesem Jahr nicht vor mir geben. Meine Frau, die hat zwar hier so ein wenig vorbereitet. Eins hängt sogar schon am Fenster.
Es waren ihre ersten Versuche an der Dekupiersäge. Von daher, ich denke mal, sie wird ihre Leidenschaft dafür auch noch entdecken, weil es hat ihr höllischen Spaß gemacht. Schauen wir mal, was sie aus ihrem eventuell neuen Hobby so alles produziert. Dann schaue ich auch mal innerhalb der nächsten Zeit. Da brauche ich aber, glaube ich, mal eure Hilfe nach dem Inhalt von diesem Karton. Weil der gehört zu einem Teil, das da im Schrank steht. Und ich weiß gar nicht, inwieweit ihr da auf dem Laufenden seid. Ich hatte das mal angefangen. Das Teil habe ich auch gefunden, das Video. Aber ob ich da schon Näheres zugebracht habe, zum Stand, wie es jetzt im Moment aussieht, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mittlerweile etwas über 170 Videos online und ich finde es nicht. Also, wenn ihr da eine Idee habt, unten in den Kommentaren ist Platz, ihr dürft mir schreiben. Ich zeige euch mal eben, was ich meine. Hier hat es einen Haufen Elektronik drin. Hier oben meine Musik, die natürlich nicht läuft, während ich Videos drehe. Hier unten jede Menge Elektronikkram und hier ist das Teil, wo ich eure Hilfe benötige. Und zwar ist das mein multifunktionelles Labornetzteil, Netzteil überhaupt, Stromversorgung für so diverse Sachen. Wie gesagt, da weiß ich nicht mehr, inwieweit ihr da auf dem Laufenden seid, ob ich dazu noch ein neues Video machen muss. Aber auf jeden Fall möchte ich mit dem Teil weitermachen und dazu ist hier in dem Karton der Rest. Ich denke mal, dass ich jetzt genügend eurer Zeit in Anspruch genommen habe. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. All die Neuen, die zugeschaut haben, guck mal, dass diese Zahl ein wenig nach oben geht. Und ich wünsche euch eine angenehme Restwoche. Bleibt zu Hause, ich mach's auch und bis dann, sagt euer Korbes Laborat, habt eine schöne Zeit, ciao.